Hi, ich bin David und im heutigen Video geht es ums Rastern. Wenn du dich mit dem Weißtonerdruck und dem Weißtonertransferdruck beschäftigst, hast du bestimmt schon mal von der Funktion des Rasterns gehört und dich vielleicht gefragt, was es damit auf sich hat. Ich habe dir heute 4 verschiedene T-Shirts mitgebracht, an denen ich dir zeigen werde, welche Vorteile es hat zu rastern, welche Möglichkeiten du mit dem Rastern hast und warum Rastern dazu hilft, dass du bessere und haltbare Textilien erstellen kannst. Die Funktion des Rasterns steht dir auf allen unseren Ghost Pro X Weißtoner Transferdruckern zur Verfügung und du kannst damit die Waschbarkeit deiner Textilien deutlich erhöhen, die Stretchbarkeit deiner Textilien deutlich erhöhen und darüber hinaus fühlen sich Textilien mit gerasterten Motiven viel, viel besser beim Tragen an. Ich habe auch ein gerastertes Textil gerade an und der Tragekomfort ist einfach viel, viel besser. Was beim Tonertransfer passiert ist, dass wir jede Menge Material auf das T-Shirt aufbringen, im Unterschied zum Sublimationsdruck, bei dem das Material in das T-Shirt reingeht. Und das kann den Effekt haben, dass gerade große und flächige Motive, wie das Design, was ich gerade trage, sich sehr schwer auf dem Textil, fast papierartig anfühlen. Das sieht man auch hier in diesem Detail. Ich habe hier das gleiche Motiv mal ohne Raster, ohne Unterbrechung gedruckt. Und wie du siehst, das hört man schon, wenn man drüber geht oder noch viel mehr, wenn ich das mal ein bisschen knittere. Hier merkt man, das Material ist schwer auf dem Textil und das fühlt sich schon sehr, sehr schwer, sehr, sehr hart an. In dem nächsten Design, was ich gedruckt habe, habe ich ein Punktraster über das Design gelegt. Du kannst in der RIP-Software verschiedene Rastermöglichkeiten auswählen. Alle Rastermöglichkeiten, die ich dir hier zeige, kannst du in unserer RIP-Software einfach auswählen. Und was da gemacht wird, ist, dass im wahrsten Sinne des Wortes ein Raster über das Design gelegt wird und das Design entweder durch Punkte oder Linien unterbrochen wird. Und was dadurch passiert, hört man direkt, wenn man hier über dieses Punktraster Motiv fühlt oder wenn man das auch mal knittert. Es ist wesentlich weicher, es fühlt sich wesentlich weicher auf dem Textil an und das, obwohl wir hier, wie du sehen kannst, ein sehr, sehr feines Punktraster nur drüber gelegt haben. Je nach Design eignet sich aber ein Linienraster mehr. Das habe ich hier im nächsten Design gemacht. Da habe ich ein Linienraster verwendet. Ich persönlich finde, das wirkt bei diesem Design sogar noch ein bisschen schicker. Und auch da ist es noch weicher. Es ist noch mal weniger Material aufgetragen und die Unterbrechungen sind einfach größer. Dann gibt es noch eine Funktion, die wir sehr, sehr gerne in der RIP-Software nutzen und das ist die Knock-Me-Out-Color oder Knock-Me-Out-Black-Funktion. Gerade wenn ich auf dunkle schwarze Textilien drucke, muss ich nicht unbedingt das Schwarz von dem Drucker drucken lassen, sondern kann einfach in meinem Design das Schwarz des Textils verwenden. Das habe ich hier in dem letzten Beispiel gemacht. Wenn man hier das direkt vergleicht, sieht man, hier wird noch schwarzer Toner aufgetragen und hier wird das Schwarz des T-Shirts anstelle eines Druckschwarz verwendet. Dadurch habe ich natürlich noch viel weniger Materialauftrag auf dem Textil und dadurch fühlt sich das Textil super, super weich an. Man merkt fast gar nicht mehr, dass so ein großes Design hier aufgebracht ist und ich habe die beste Waschbarkeit, weil noch weniger Material mit dem T-Shirt verbunden ist und damit noch weniger Material durch einen Waschvorgang beschädigt werden kann. Außerdem lassen sich T-Shirts, bei denen die Funktion verwendet wird, auch noch viel, viel besser stretchen. Das ist einer der Riesenvorteile bei allen Rastervarianten. Wenn ich so ein Textil mal stretche, dann zeige ich euch das hier einmal. Das ist ungerastert und ohne irgendwelche Unterbrechungen. Und wenn ich das ziehe, trotz Verwendung unseres sehr stretchfähigen B-Paper Pro, sieht man schon, wie das Motiv anfängt zu reißen. Und das wird nach wenigen Wäschen sich bei so einem flächigen Motiv auf jeden Fall auswirken. Wenn ich hingegen mein liniengerastertes Textil mit der Knock-Me-Out-Black-Funktion stretche, dann kann ich das richtig extrem tun. Ihr seht, auch über das ganze Textil ist das gar kein Problem. Und das Design kommt immer wieder problemlos in Form und sieht schön und ordentlich aus. Gerasterte Motive haben außerdem den Vorteil, dass das Raster nur im Detail sichtbar ist. Du schaust die ganze Zeit auf mein T-Shirt, das ich trage. Ich zeige dir mal den direkten Seite-zu-Seite-Vergleich, das ungerasterte Motiv. Und da siehst du auch, welchen Vorteil die Knock-Me-Out-Black-Funktion hat im Vergleich zu dem ungerasterten Motiv, das natürlich anfälliger für Risse und Cracks beim Waschen ist, ist mein gerastertes Motiv auch noch von den Farben kontrastreicher und stärker, weil das Schwarz vom Textil einfach noch besser wirkt als ein gedrucktes Schwarz. Alle Funktionen des Rasterns kannst du in vollem Umfang mit unseren Ghost Pro X Serie Druckern, Ghost Pro X Essential oder Ghost Pro X und der mitgelieferten RIP Software nutzen. Darüber hinaus hast du die Möglichkeit, mit jeder weißen Tonerkartusche von uns und der Ghost Edition RIP Software erste eingeschränkte Funktionen des Rasterns auszuprobieren.
Wenn du das Video bis hierhin geschaut hast, dann schreib mal bitte Linienraster in die Kommentare. Folge uns einfach hier auf YouTube oder auf anderen Social Media Kanälen. Du kannst auch die Glocke hier aktivieren, dann kriegst du Nachrichten, wenn wir neue Videos rausbringen, wo wir dir tolle Funktionen rund um den Textiltransfer, Weißtonerdruck und andere Spezialdruckverfahren erklären. Ich fasse noch einmal für dich die Vorteile des Rasterns zusammen. Du trägst weniger Material auf dein Textil auf, hast dadurch geringeren Tonerverbrauch. Darüber hinaus hast du wesentlich weichere Textilien, die einen viel, viel höheren Tragekomfort haben, bessere Kontraste, insbesondere bei dunklen Textilien, und länger haltbare, besser waschbare Textilien. Deshalb empfehle ich dir unbedingt, wenn du Textilien herstellst, an denen deine Kunden lange Freude haben wollen, Rasterfunktionen auszuprobieren. Alles, was du dafür brauchst, findest du bei uns im Online-Shop. Die Seite blende ich dir hier ein. Unsere Ghost Pro X Drucker und die Ghost Edition Rip Software verlinke ich dir auch in der Videobeschreibung. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.